Tür schließt. Fünftes Obergeschoss. Tür öffnen. Tür schließt. Ja, in diesem Gebäude brauchen wir eigentlich einen Corona-Test. Ich wurde einmal geimpft. Ich weiß nicht, ob die mich auch reinlassen. Und dann eigentlich muss man einen Corona-Test machen. Das ist selbstverständlich, wo ich nicht geimpft bin, kein Bock für einen Corona-Test. Ich weiß nicht, ich komme nicht vollständig. Maske tragen. Das kennt ihr auch schon mal. Zweites Untergeschoss. Tür öffnen. Also man wird zum Erdgeschoss. Tür schließt. So. Sieht auch die Probe, wo die Mobilmotiv sind. Glaube ich, nämlich immer. Das steht nicht, weil er gebaut wurde. Erdgeschoss. Besprechungsraum EN001. Was ist EN008? Hä? Keine Ahnung, was die meinen. EN008, gell? Tür schließt. Ist ein Raum, glaube ich. Das ist eine erste Ausgabe, so lange wie heute. Schon da kommt ein neuer Aufzug rein, glaube ich. Das müssen wir ausfüllen. Ich muss eigentlich die Maske aufsetzen. Ich darf nicht nehmen, wenn der Aufzug wieder zusammen hat. Landtagabend. Und Bau. So, ich würde sagen, wir fahren aus dem 12. Ich würde sagen, wir fahren aus dem 5. Stock. Dieser Aufzug ist alt. Der wurde wohl im Mutti 2007. Da wurde auch geboren. Also, eine Anzeige. Ich würde sagen, wir fahren zum. Und jetzt vermisst ihr diese Anzeige. Das Spiel habe ich noch nicht gefilmt. Das sieht auch Maskenpflicht. Wir müssen eigentlich auch nicht die Maske aufsetzen. Es sollte nur Tiermaske nutzen und aufzügen. Wenn Corona Pandemie zwei Personen eigentlich mehr vier wegen Corona. Das ist noch natürlich noch Corona-Zeit. Wir müssen noch aufpassen. Türe schließt. Viertes Obergeschoss.
Türe öffnet. Türe schließt. Wow. Doch ausschalten. Drittes Obergeschoss. Besuchertribüne. Diesen Aufzug kann man ausschalten. Ich probiere mal mit. Ha, ich probiere mal alle. Ist cool. Zweites Untergeschoss. Wow, ist echt geil. Türe öffnet. Türe schließt. Das ist auch ziemlich praktisch, wenn jemand vergessen hat, wohin so falsch hinweisen wollte, dann kann ich sogar wieder ausschalten. Ausgang Ostpforte. Türe öffnet. Das finde ich sehr praktisch.